bin Antifaschist. Ich bin Antifaschistin. Ich bin Antifaschistin. Ich bin Antifaschist. Antifaschismus muss gemeinnützig sein. Weil es zu wenig Gleichberechtigung auf der Welt gibt. Da ich finde, dass kein Mensch ausgegrenzt werden sollte. Weil sich Rassenwahn, Angriffskriege und Völkermord niemals wiederholen dürfen. Wir finden, die VVN-BDA ist gemeinnützig. Denn Organisationen wie die VVN schützen unsere Demokratie, indem sie dafür sorgen, dass FaschistInnen nicht unbemerkt bleiben und die Gesellschaft die deutsche Geschichte in Erinnerung behält. Doch damit Organisationen wie die VVN die Menschen dabei unterstützen können, müssen sie gemeinnützig sein. Also sorgen wir zusammen dafür, dass die VVN-BDA wieder gemeinnützig wird. Weil es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, über die Verbrechen des Faschismus aufzuklären. Weil ich es sehr wichtig finde, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Ich bin Antifaschistin. Ich bin Antifaschist. Ich bin Antifaschist. Und ich finde, Antifaschismus muss gemeinnützig sein. Weil ich auf der Grundlage unserer Verfassung stehe. Weil es uns alle etwas angeht. Ich bin für Humanismus und Pluralismus. Weil jeder Mensch, unabhängig von seiner Hautfarbe, Religion oder Herkunft, die gleichen Rechte haben muss. Dass ich die Geschichte nicht wiederholen darf. Antifaschismus sollte gemeinnützig sein. Wir leben in einer Demokratie. Und das ist eine unfassbar gute Sache. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass das nicht selbstverständlich ist. Für eine Demokratie muss man kämpfen. Man muss Demokratie leben. Wer für Demokratie ist, kann nur gegen Faschismus sein. Und weil Antifaschismus so ein wichtiger Teil einer Demokratie ist, weil der Faschismus eine schreckliche, menschenverachtende Ideologie ist, weil niemals in Vergessenheit geraten darf, was für schreckliche Verbrechen unter dem NS-Regime stattgefunden haben. Weil Demokratie nicht ohne Antifaschismus geht. Muss Antifaschismus gemeinnützig sein. Für die Demokratie. Gegen den Faschismus.